Das Gestern ist Geschichte, das Morgen ein Geheimnis und das Heute ein Geschenk. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, meine Liebe. Guten Morgen, Herr Braun. Ich bringe Ihnen sofort Ihren Kaffee. Vielen Dank. Ich liebe dieses Café, die netten Damen, die mich hier immer umsorgen. Jede auf ihre Art und Weise sympathisch. Ich finde aber auch hier die Gäste interessant. Ich beobachte die so gerne. Naja, unser Herrgott hat halt einen großen Tiergarten. Es menschelt überall. Aber trotzdem liebe ich dieses Café. So, Herr Braun. Wie immer mit einem halben Löffel Zucker, ein Hauch Sahne und ein kleines stilles Wasser. Vielen Dank. Was ist heute eigentlich los? Das WLAN funktioniert nicht! Echt? Aber das macht Ihnen ja nichts aus, oder? Also, Sie können ja trotzdem schreiben. Sie haben ja keine Ahnung. Ich muss recherchieren! Ja, okay. Wir kümmern uns sofort drum. Also, so etwas darf einfach nicht sein. Ich komme jeden Tag in dieses Café wegen dem kostenlosen Wi-Fi. Ich zahle jeden Tag 14 Euro für Kaffee. Aber ja, ich habe ein bisschen kostenlos WLAN. Aber wenn das nicht funktioniert, dann kann ich in ein anderes Café gehen. Und vielleicht kostet der Kaffee ein bisschen weniger. Ja, also, Mr. Moses, bei mir ist es so. Wenn mir sowas passiert wie bei Ihnen jetzt, dass was nicht so klappt, ja, dann denke ich mir immer, das muss so sein. Alles hat seinen Grund. Ja, also wenn zum Beispiel hier eine Tür zugeht, dann dreht man sich einfach um und guckt, ob vielleicht irgendwo ein Fenster aufgeht. So wie jetzt zum Beispiel hier. Also ich kann Ihnen ja vielleicht helfen. Über was, also um was geht's heute? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, der Titel lautet, wie gehe ich mit Krisen um? Und wenn Sie mich noch weiter ablenken, komme ich total durcheinander. Sie sollten sich nicht so echauffieren. Sie kriegen noch eine Schreibblockade. Wenn man sich emotional so reinhängt, dann hat man Probleme mit der Hirntätigkeit. Danke, aber ich brauche keine Ratschläge. Buongiorno, bella donna. Hallo Antonio, grüß dich. Wo ist meine Carla? Ach, die kommt heute später. Hast du an meine Bohnen gedacht? Ah, si, auf Herrn Antonio ist sie verlass. Dankeschön. Und ich habe eine Blume für sie, Carla, weil sie war so traurig gestern. Und ich habe eine Blume für sie, Chefin, weil Antonio ist so gute Lieferante. Dankeschön. Und eine für mich? Oh, Signora, Antonio hatte nicht Blume für alle. Muss er arbeiten. Ciao. Tschüss. Keine Blume und immer noch kein Mann in Sicht. Nicht mal der Lieferant interessiert sich für mich, obwohl der ja alle Frauen toll findet. Aber Sie sind doch verheiratet. Nee, den Ring habe ich doch nur, dass ich nicht belästigt wäre. Wenn sich einer wirklich für mich interessiert, da hält ihn doch so ein Ring nicht ab. Da kämpft er für mich. Und was meinen Sie, was das sagt? Wenn er hört, dass ich gar nicht verheiratet bin. Interessante Art, mit Krisen umzugehen. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum die Theresa sich so verrückt macht, einen Mann zu finden. Die ist da regelrecht besessen davon. Sie glaubt wirklich, dass ein Mann ihr Leben besser machen würde, dass sie glücklicher wäre. Aber meiner Erfahrung nach ist das total unrealistisch. Männer machen das Leben nur noch komplizierter, als es eh schon ist. Man sieht's ja an meinem Ex-Mann. Tja, Beziehungen werden halt meistens vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden.
So, Theresa, jetzt ist aber Schluss. Gleich kommt Carla und hier sieht's aus wie Sau. Und das will ich ihr heute echt nicht zumuten. Ach, du liebe Zeit. Stimmt, heute ist doch der Todestag von ihrem Bruder, gell? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ich kann sowas gar nicht. Du, normal, freundlich, bisschen zuvorkommend, das wird dir sicher gut tun. Könnte man da nicht vielleicht der Mr. Moses fragen, weil der schreibt auch gerade über Krise. Der kennt sich bestimmt aus. Nee, als unsere Gäste würde ich da komplett raushalten. Vor allem, er wäre sicher sehr genervt. Ja, oder der Herr Braun? Weil das sieht ja schon so weise aus. Nein, wir zwei schaffen das. Man muss den Problemen ins Auge schauen, nicht wegrennen. Oh, Theresa, Carla kommt. Hol du ihr den Stuhl, ich mach ihr den Tee. Okay. Hallo. Hallo, Carla. Hallo. Grüß dich. Setz dich hin, bitte. Was ist denn hier los? Dir geht's heute sicher nicht so gut. Wir kümmern uns heute um dich. Du kannst dich einfach hinsetzen und entspannen. Ja, wir kümmern uns um alles. Lass einfach die Seele baumeln und entspann dich. Antonio hat sogar eine Rose für dich mitgebracht. Oh, wow. Ja, vielen Dank. Oh, ihr seid ja lieb. Ja, danke für eure Fürsorge. Aber eigentlich geht's mir gar nicht so schlecht. Also, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht so richtig verstehen, aber ich hatte echt eine richtig tolle Begegnung mit Jesus. Ah, das ist ja toll. Dann... Ja, also ich bin eigentlich noch nicht fertig. Also es war so eine heilsame Begegnung. Ich hatte echt Angst vor dem Tag. Mhm. Und habe dann auch gebetet. Aber wenn Gott tröstet, ist das viel tiefer, als wenn ein Mensch tröstet. Und er hat mir einfach klar gemacht, dass er es trotzdem gut mit mir meint und mich nicht vergessen hat und dass er keine Fehler macht. Und ja, schön. Genau. Und jetzt bin ich eigentlich ziemlich hoffnungsvoll. Naja, aber wenn man es so sieht... Dein Bruder ist ja trotzdem tot. Da hätte sich dein Gott auch was anderes einfallen lassen können. Ja, das stimmt schon. Und darum geht's ja auch nicht. Ich meine, mein Bruder fehlt mir trotzdem. Und es tut auch immer noch weh. Es tut echt noch arg weh. Aber ich weiß jetzt einfach, Gott ist der Schöpfer des Universums. Und der macht nicht einfach so einen Fehler. Ich kann halt das große Ganze jetzt einfach nicht überblicken. Aber trotz allem hat er mich nicht vergessen und er lässt mich nicht alleine. Und ich werde meinen Bruder wiedersehen. Das ist doch eigentlich Grund zur Freude. Ja, genau. Also von daher kann ich jetzt weiterarbeiten. Gottes Liebe ist wie ein Ozean. Du kannst den Anfang sehen, aber das Ende nicht. Hat meine Oma immer gesagt. Also, ich komme hier nicht wegen der Gesellschaft. Und ich mache kein Kaffeekränzchen. Ich komme hier... Weil ich Kaffee brauche und gutes WLAN. Und diese Therese, sie denkt, dass sie mir helfen kann. Sie denkt, dass sie weiß alles. Weiß, was sie wissen muss, wie man Kaffee kocht und die Gäste gut und pünktlich bedienen. Ja, aber verschwinden Sie. Sie, ja, rauben mir kostbare Zeit. Oh. Also... Kein WLAN, kein Kaffee. Diese 4 Euro gehen aufs Haus. Ich habe ihm doch gesagt, wenn eine Tür zugeht, dann guckt man, ob irgendwo anders ein Fenster aufgeht. Aber wenn man halt nicht richtig guckt. Hallo, liebe Gemeinde. Diese Woche hatte ich eine sehr, sehr interessante Begegnung mit einer sehr aufgeschlossenen, netten, älteren Dame. Sie erzählte mir so dankbar und voller Freude von ihren Beziehungen zu ihren Kindern, zu ihren Schwiegerkindern, wie sie die Enkel und Urenkel, die sie sogar hat, genießt. Und die Dame, die hatte so eine richtig positive Lebenseinstellung. Wir hatten uns länger unterhalten und sie erzählte mir aus ihrem Leben, wie sie damals mit 17 Jahren geheiratet hatte. Es war auch für die damalige Zeit früh. Sie hat
3 Kinder bekommen und dann mit 21 hat sie durch einen tragischen Verkehrsunfall ihren Mann verloren. Und da stand sie nun mit 21 Jahren und 3 Kindern als Witwe. Im Laufe des Gesprächs hat sie mir dann erzählt, sie hätte sogar 4 Kinder bekommen. Aber ein Kind starb gleich bei der Geburt. Mir blieb der Mund offen stehen. Was hat diese Frau miterlebt? Ein Kind und ihren geliebten Mann verloren und dann alleine mit 3 Kindern und 21 Jahren Verantwortung übernehmen. Ich musste dieser Frau eine Frage stellen. Das hat sich in mir so richtig aufgedrängt. Und ich habe sie gefragt, wie geht das? Wie kann man so positiv und lebensbejahend wie sie sein und so eine glückliche Ausstrahlung haben nach all dem Leid, das sie erlebt hatten? Kennst du Leiterfahrungen aus deinem Leben? Vielleicht wie in der Soap, fehlendes WLAN ist für manche Leute schon eine Leiterfahrung, wie für den Herr Moses, oder ein unerfüllter Partnerwunsch oder ein Todesfall, wie bei Carla. Eine Krankheit, eine plötzliche Arbeitslosigkeit, Mobbing, Depression, Hoffnungslosigkeit, vielleicht finanzielle Ängste, Ablehnung. Durch Corona stehen viele Menschen weltweit vor finanziellen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Problemen und Herausforderungen. Wie gehen wir mit Krisen um? Eine Antwort finden wir im Jakobusbrief. Jakobus, er kennt das aus seinem eigenen Leben. Er war ja sehr wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus und er war Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem, die hatte schwierige finanzielle Situationen. Und Jakobus hatte Verantwortung. Wir wissen das, weil die Gemeinde durch Spenden unterstützt wurde von anderen Gemeinden. Eine Hungersnot war da, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Aber nicht nur das, auch die Gemeinde zu der Zeit wurde verfolgt. Die erste Kirche wurde verfolgt und Jakobus war mit vielen Repressalien und Verfolgung konfrontiert. Eine Zeit, die nicht leicht war. Jakobus ist sehr wahrscheinlich im Märtyrertod gestorben. Er wurde ermordet. Er wusste, was Krisen sind. Und hinter dem Hintergrund werden die folgenden Texte eigentlich noch viel bedeutungsvoller. Er redet nicht nur von der Theorie, sondern er kennt es aus seiner Praxis. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam Jakobus Kapitel 1 ab Vers 2 zu lesen. Da schreibt er, liebe Brüder, oder man könnte auch übersetzen, liebe Geschwister, wenn ihr in schwierige Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Hä? Wie bitte? Was soll ich tun? Mich freuen über schwierige Situationen? Freuen über Tests, über Prüfungen, über Herausforderungen, über Versuchungen und Anfechtungen? Freuen über negative Ereignisse? Ist es dein Ernst, Jakobus? Luther übersetzt hier, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Also Anfechtungen suchen wir uns ja nicht. Wir geraten rein, oft ganz plötzlich, manchmal unverschuldet, nicht vorhersehbar. Oder wir können es auch übersetzen, in etwas hineingeraten, hineinfallen oder in Krisen stolpert man oft rein. Jakobus zeigt uns damit, dass jeder Mensch, auch die Christen, an die der Brief gerichtet war, jeder Mensch kann in schwierige Situationen hineingeraten. Und wenn so etwas passiert, dann bringt es nichts, in Panik zu verfallen, den Kopf vielleicht in den Sand zu stecken, aufzugeben. Nein, auch dann ist es wichtig,
eine positive Einstellung zu bewahren, sich zu freuen. Freuen? Freuen über Corona? Freuen über Kurzarbeit, über Kontaktsperre, über Wirtschaftskrise oder Krankheit? Im Ernst? Nein, nicht Freude über das, was passiert. Nicht Freude über die negative Situation, sondern Freude darüber, über das, was durch solche Situationen bewirkt werden kann, was die Folge aus solcher Situation werden kann. Jakobus, er begründet es so in Vers 3. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zu Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Jakobus, er bestätigt, ja, es gibt Herausforderungen. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber die Krise, jede Krise birgt die Chance, dass sich an unserem Charakter etwas verändert. Dass unser Charakter geformt werden kann. Am einfachsten wäre es doch, wenn wir die Krisen des Lebens einfach mal auslassen könnten. Krise kommt, kommen, wir drücken auf die Pause. Negative Ereignisse, nein, danke. Darauf habe ich keinen Bock. Immer wenn es schwierig wird, suchen wir einfach schnell den einfachsten, den bequemsten Weg. Aber das sollten wir gerade nicht tun. Jede Hürde in unserem Leben kann uns helfen, stärker zu werden. Die schwierigen Phasen des Lebens, sie formen unseren Charakter. Jakobus sagt hier, die Geduld wächst. Was meint er mit Geduld? Man könnte das griechische Wort mit standhaftes Aushalten wiedergeben. Aber wörtlich heißt es eigentlich darunter bleiben. Also nicht ausbrechen aus der Belastung. Man wird zu einem tragenden Mensch, zu einer tragenden Säule. Menschen, die durch Krisen gehen, werden tragende Menschen. Menschen, die etwas bewegen, die Sicherheit und Standfestigkeit ausstrahlen. Es gibt Menschen, die muss man ertragen, und es gibt Menschen, die tragen. Wir brauchen Menschen, die tragen, die Verantwortung übernehmen, die sich darunter stellen, die Geduld lernen. Was möchtest du für ein Mensch sein? Einer, den man erträgt, oder einer, der andere trägt? Wenn du ein Träger sein möchtest, dann bejahe die schwierigen Lebenssituationen. Stell dich den Herausforderungen des Lebens, übernehm Verantwortung für dein Handeln. Die Predigtreihe trägt den Titel Vom Denken zum Handeln. Unser Glaube bekommt dann Kraft, wenn wir handeln, uns den Herausforderungen des Lebens stellen, Verantwortung tragen. Warum war die ältere Dame, mit der ich letzte Woche sprach, so positiv? Sie übernahm Verantwortung für ihre Kinder. Sie hat ihren Kopf nicht in den Sand gesteckt. Sie hat das Leben bejaht, trotz Schicksalsschlägen. Sie hat sich für das Gute entschieden. Auf meine Frage, die ich ihr stellte, was sie durchgetragen hat, warum sie heute glücklich ist, trotz diesen Schlägen, sie überlegte kurz und sagte mir, ich bin immer wieder zur Kirche gegangen, das hat mir Kraft gegeben. Sie sagte mir, nach den 10 Geboten zu leben, das ist die beste Lebensweisheit. Nicht schlecht über andere Menschen zu reden, sich Zeit für Familie und Menschen zu nehmen. Die Antwort dieser Dame hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich habe mir vorgenommen, von dieser Frau möchte ich lernen.
Was ist die größte Herausforderung zurzeit bei dir? Welcher Krise stehst du gerade gegenüber? Vielleicht bist du ja verliebt und möchtest heiraten, aber wegen Corona ist es zurzeit einfach ganz schwierig möglich. Ich kenne einige Paare aus meinem Freundeskreis, die jetzt ihre Hochzeit schon mehrmals verschieben mussten und eigentlich richtig down sind. Auch von dieser Seite, mir wünsche euch wirklich Kraft und Durchhaltevermögen. Es ist nicht leicht. Andere ist die Arbeitsstelle in Gefahr. Oder manchen Selbstständigen droht jetzt die Insolvenz durch den Lockdown. Andere haben psychische Herausforderungen, körperliche Krankheiten, Beziehungsprobleme. Wie ist es bei dir? Vielleicht stellst du dir dann jetzt auch die Frage, wie komme ich da durch? Was kann ich tun? Was möchte Gott jetzt in dieser Krise von mir? Wie kann ich dieser Herausforderung begegnen? Die Bibel macht uns Mut. Sie macht uns Mut, auf Gott zu vertrauen. In Vers 5 lesen wir in diesem Text weiter. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Jakobus, er weiß, wie wir in solchen Situationen oft ratlos sein können. Und dann ist es einfach das Beste, wir gehen damit zu Gott. Wir bitten ihn um Weisheit. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel einen Kunden, der war sehr verärgert. Und er hat meiner Kollegin und mir wirklich ein böses E-Mail geschrieben. Und ich war ratlos. Gott, wie kann ich jetzt diesem Menschen antworten? Wie kann ich jetzt deeskalierend wirken? Und ich habe gebetet, Gott, was soll ich tun? Lass mich deinen Herzschlag spüren. Hilf mir, diesen verärgerten Menschen positiv zu antworten, dass ich ihn gewinnen kann. Vielleicht hast du ja auch gerade Stress mit deinem Nachbar. Dann frag doch Gott mal ganz konkret, Gott, gib mir Weisheit. Wie kann ich jetzt in dieser Situation handeln? Was kann ich tun? Mir hat jemand erzählt, er hatte Stress mit seinem Nachbar und er hat angefangen, für seinen Nachbar zu beten. Und eines Tages hat er wie so einen Eindruck, hey, back einen Pfirsichkuchen und geh zu deinem Nachbar und komm mit deinem Nachbar einfach mal ins Gespräch. Und er hat auf die Stimme vom Heiligen Geist gehört, hat einen Pfirsichkuchen gebacken und ist zu seinem Nachbar, hat geklingelt und hat gesagt, hey, wir müssen miteinander reden, ich habe einen Kuchen gebacken. Und der Nachbar hat gesagt, oh, Pfirsichkuchen ist mein Lieblingskuchen. Okay, komm rein. Die beiden hatten die Möglichkeit, sich auszusprechen und sich zu versöhnen. Warum? Weil er bereit war, auf die Stimme zu hören, weil er gebetet hat und Gott ihm Weisheit gegeben hat. Das sind oft ganz banale, einfache Dinge. Aber ich mache uns Mut, nimm Gott in deine Krise, in deine Herausforderungen mit hinein. Bitte ihn, frag ihn. Was soll ich tun? Und in dem Vers lesen wir ja, und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Hey, Gott hilft gern. Er ist nicht genervt, wenn wir ihn anrufen, wenn wir ihn um Weisheit bitten. Er ist auch nicht zu beschäftigt. Nein, Gott hat Zeit. Er hört sich gern unsere Probleme an. Er hilft gern. Bist du dir dessen bewusst, dass Gott deine Krise kennt, dass er dir helfen möchte, dass er dich liebt, dass er Zeit für dich hat, dass er für dich da ist? Gott sagt nicht, hey, was will er denn jetzt schon wieder? Mach deinen Kram allein. Nein, die Bibel fordert uns hier direkt heraus, mit allem zu Gott zu gehen. Und dann in Vers 6 lesen wir, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge,
die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Jakobus sagt, hey, wenn du um Weisheit bittest, dann rechne auch bitteschön damit, dass Gott hört, dass Gott dich ernst nimmt, dass es nicht an der Decke irgendwo endet, sondern dass Gott deine Gebete erhört. Rechne, glaub daran, rechne damit. Mir geht es manchmal so in meinem Alltag, dass ich in manchen Situationen gar nicht so mit Gott rechne. Ich mache das eher mit mir selber aus. Und hinterher denke ich, ich hätte auch beten können. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott so manchmal uns zuschaut und sich fragt, was macht sie jetzt da? Ich meine, wenn er mich gefragt hätte, ich könnte ihm vielleicht ganz hilfreiche Tipps geben, wie er jetzt mit der Situation umgehen kann. Schade, dass er mich nicht fragt. Schade, dass sie mich nicht in ihr Leben einbezieht. Bist du bereit, Gott in deine Entscheidungen, in deine Probleme mit einzubeziehen? Er hilft gern. Er hat den Überblick, er hat Zeit, er hat Weisheit. Gott ist so positiv, so gut, er kann uns so gut weiterbringen. Lass ihn doch in dein Leben. Eine Sache ist bei der Krisenbewältigung auch noch wichtig. Und zwar ein gesundes, realistisches Selbstbild. Eine gute Selbstwahrnehmung an den Tag zu legen. Es gibt Menschen, die überschätzen sich. Und es gibt Menschen, die unterschätzen sich. Und beides ist ungesund. Menschen, die sich überschätzen, die sind oft überheblich oder die trauen sich manchmal zu viel zu und erleiden deshalb Schiffbruch. Menschen, die sich unterschätzen, die bleiben oft hinter ihren Möglichkeiten. Sie könnten viel mehr erreichen, wenn sie sich realistischer einschätzen würde. Jakobus, er ermutigt uns in den nächsten Versen für eine gesunde Selbstwahrnehmung und eine gesunde Selbsteinschätzung. Vers 9. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Vielleicht bist du so ein Mensch, der eher gering von sich denkt. Hey, Jakobus, ermutig dich hier. Hey, freu dich. Vor Gott bist du wertvoll. Gott denkt gut über dich. Vor ihm giltest du total viel. Du bist wertvoll. Gott hat was in dich hineingelegt. Go for it. Meister es. Vers 10 lesen wir. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein. Denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blume verwelkt und ihre Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Jakobus, er holt die Überflieger auf den Boden. Wer sich stark fühlt, der sollte nicht vergessen, dass er auch vergänglich ist. Vor Gott sind wir alle gleich. Es ist nicht gut, wenn wir uns über andere stellen, wenn wir uns besser fühlen wie andere, wenn wir überheblich sind. Unser Wert hängt nicht davon ab, wie reich, schön, intelligent und gut wir sind. Wir sind alles begrenzte Menschen und haben Bedürfnisse und brauchen die Ergänzung von anderen und von Gott. Für eine gesunde Krisenbewältigung ist eine gesunde Selbsteinschätzung sehr wichtig. Selbstbewusstsein heißt, sich über sich selbst bewusst zu sein, seine Stärken zu kennen, aber auch zu seinen Schwächen zu stehen, ein realistisches Bild von sich zu haben. Wir Menschen sind keine resignierten Opfer, wir sind aber auch keine erhabenen Götter. Nein, wir sind Menschen, geliebte Menschen, von Gott geliebte Menschen. Und deshalb sollte sich niemand überschätzen, aber auch niemand unterschätzen. Aber
Wir dürfen Gott schätzen, seine Kraft schätzen, aus seinen Möglichkeiten herauszuhandeln und deshalb auch wieder Gott mit einbeziehen. Gott macht uns zu selbstbewussten Menschen. Er gibt uns Wert und er macht uns stark, auch in Krisen standhaft zu sein. Vers 12 lesen wir dann: Glücklich ist, wer die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Die Begegnung der letzten Woche mit der netten, älteren Dame hat mich sehr bewegt. Sie war glücklich, trotz einem harten und einem bewegten Leben. Wie möchtest du im Alter wahrgenommen werden? Als griesgrämiger, bruderlicher Mensch? Oder als positiver, mutmachender, ermutigender Mensch? Ich glaube, vieles hängt damit zusammen, wie wir die Krisen des Lebens mit Gottes Hilfe meistern. Lassen wir uns verbittern oder sind wir bereit, unseren Charakter formen zu lassen und Gottes Hilfe anzunehmen, Gottes Weisheit mit einzubeziehen, ihn zu fragen? Ich möchte dich heute dazu ermutigen, beziehe Gott in deine aktuelle Krise mit ein. Bitte ihn ganz konkret, voller Glauben, dass er dir zeigt, wie du weise und richtig damit umgehen sollst. Nimm seine Hilfe an und dann handel. Vom Denken zum Handeln. Ich habe euch gerade ermutigt, mit euren Krisen zu Gott zu gehen, Gott zu vertrauen. Jetzt lade ich euch ein, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern. Und zum Abendmahl denken wir ganz bewusst daran, dass Jesus auf die Erde kam. Jesus, er kam in unsere Krisen, um uns von unseren Krisen zu erlösen, von unserer Schuld zu befreien. Und genau daran möchte man jetzt im Abendmahl denken, dass er kam, dass er Fleisch und Blut wurde, dass er ans Kreuz ging und sein Körper und sein Blut für uns vergossen hat. Und ich lade euch einfach ein, dass wir jetzt das Abendmahl nehmen. Und das kann wie so ein Zeichen sein, dass wir Gott in unsere Krise hineinlassen. Und dass wir daran denken, dass er stärker ist als unsere Probleme, als unsere Herausforderungen. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam daran denken. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, teilte es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Herr, ich danke dir für dieses Brot. Ich danke dir, dass du dein Leib für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du für uns aus Liebe ans Kreuz gegangen bist. Und ich danke dir, dass wir dir jetzt sehr nahe sein dürfen, ganz nahe sein dürfen, Herr. Amen.
Dann nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Und daran sollt ihr festhalten, bis der Herr wiederkommt. Und Jesus, wir denken jetzt wirklich an dein Opfer, dass du für uns gestorben bist, dass du alles für uns gegeben hast, dass du selber eine Krise durchlaufen hast am Kreuz für uns, damit du uns mit uns mitfühlen kannst. Und danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Und wir möchten jetzt da einfach dran denken, dass du für uns gestorben bist und alles für uns gegeben hast. Und dir dafür danken. Amen. Ja, unser Herr Jesus ist gestorben und wir gedenken im Abendmahl immer wieder daran, dass er für all das Böse und Schwere und für alle Krisen, die wir so durchmachen, auch gestorben ist. Er ist größer und dieses Lied möchten wir jetzt auch gemeinsam singen. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesehen, wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Größer als Angst, mein Gott ist der Größte.
Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte, mein Gott ist der Größte. Sieg an Ewigkeit, mein Gott ist größer.